Wir sind hier in Puerto Portales. Puerto Portales, der bekannte Yachthafen in der Nähe von Palma, der bekannteste Yachthafen der Insel, der Yachthafen, wo sich die Reichen und die Schönen bewegen. Und ja, hier gibt es eine Anlage, in der wir heute eine Immobilie besichtigen, wo die teuersten Wohnungen es gibt hier vor Ort. Herzlich willkommen zu Paul Misas Tycoon Show. Hier geht's los, knapp unter einer Million, und du hast aber hier einzelne Penthäuser auch um 2,5 Millionen oder mehr. Und wir schauen uns heute eine eher günstigere Wohnung hier an. Eine Wohnung, die also noch unter Anführungszeichen einigermaßen erschwinglich ist, also unter 1,5 Millionen. Und vor allem werde ich euch dann auch zeigen hier ein bisschen das Umfeld, ein bisschen den Yachthafen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, warum das Ganze hier so teuer ist. Du bist nämlich nur 2 Minuten direkt vom Hafen, von den spannenden Hotspots entfernt, vom Cappuccino, vom Rizzi und all den anderen schönen Restaurants. Also, jetzt schauen wir uns zuerst die Wohnung an. So, wir sind jetzt hier in einer der angesagtesten Anlagen in Puerto Portales mit direktem Zugang zum Yachthafen. Ja, ein Gebäude, das eigentlich am gefragtesten ist hier, muss man sagen. Die Wohnungen alle sehr, sehr gut, haben sich sehr, sehr gut entwickelt die letzten Jahre. Du findest hier also sehr schöne Sachen. Manche Leute zahlen hier für eine Wohnung mehr als ein paar Kilometer entfernt für eine prächtige Villa. Das hat eben damit zu tun, dass du fußläufig in den Hafen, in den teuersten und besten Yachthafen Puerto Portales gehen kannst. Du hast hier hinten eine wunderschöne Bucht mit Sandstrand, mit netten Strand, Beachlokal. Ja, wenn du Sommer hier im Cappuccino bist, dann triffst du den halben FC Bayern München plus RTL, Sat1 und ZDF. Also nicht jeder will das, aber wenn du in einem angesagten Hotspot leben willst, dann bietet sich das an. Ja, also wir haben hier die Klos, Toiletten auch alle neu renoviert. Du hast von fast jedem, eigentlich von jedem Schlafzimmer mehr Blick direkt in den Yachthafen. Ja, wie gesagt, diese Wohnung kann man mit relativ einfachen Mitteln noch aufwerten, noch schöner machen. Es ist jetzt nicht eine der allerbesten Lagen innerhalb dieser Anlage gewesen, aber man hat zumindest auf der Meeresseite, sieht man in den Hafen, wenn auch nicht von ganz oben. Also ganz oben sind natürlich die beliebtesten Penthäuser und Wohnungen. Und wir schauen jetzt aber noch gemeinsam hier ganz in der Nähe, auf der anderen Seite des Yachthafens, in eine weniger beliebte Anlage, wo es gerade eine Wohnung hier zu kaufen gibt, die renovierungsbedürftig ist. Und sowas ist natürlich immer besonders interessant, wenn der Preis passt. Und deswegen einfach mal mitkommen.
So, das war also jetzt eine richtige sanierungswürdige Bruchbude, würde ich das nennen. Das heißt, furchtbarer Zustand, sah natürlich schrecklich aus, aber ich habe natürlich schon eine Idee und eine Fantasie, wie dieses Ding aussieht, wenn es fertig umgebaut ist. Jetzt ist nur die einzige Frage, zu welchem Preis kann man es bekommen? Und das wird jetzt, wie immer bei Immobilien, Verhandlungssache. Und wenn du 2, 3 Dinge bei Immobilien brauchst, dann ist es einerseits das Netzwerk, Selbstbewusstsein, Fantasie, aber vor allem auch die Fähigkeit, gut zu verhandeln. Weil der Unterschied ist, ob du erfolgreicher Immobilieninvestor bist und ob du mal richtig ein großer Tycoon bist oder ob du mit ein paar so kleinen Immobilien dich abspeisen lassen musst. Der einzige Unterschied ist eigentlich letztlich der, wie gut du verhandelst. Und zwar ganz, ganz wichtig dabei, Win-Win-Situationen herzustellen. Win-Win-Situationen, wie du und der andere glücklich wirst. Aber dazu mehr in einem anderen Video.